Ja, ich möchte euch was über Barrierefreiheit im Web erzählen und für wen wir das eigentlich machen oder machen sollten. Kurze Antwort ist für alle, aber vorher ein bisschen was über mich. Ich bin Diplom-Informatiker, derzeit Doktorand in der Uni Bremen und befasse mich da unter anderem damit, wie man die Regeln für barrierefreie Webseiten modellieren kann, um dann auf Basis dieser Modelle Tools aufzusetzen. Bin auch Mitglied beim CMS-Garden, der hier ja auch einen Stand hat, und beschäftige mich im Allgemeinen mit Webtechnologien und der Barrierefreiheit im Web aus Entwicklersicht, also sprich, wie man das Ganze umsetzt, woraus auch die Idee für die Dissertation entstanden ist. Warum sollten jetzt Webseiten barrierefrei sein? Und viele Leute denken zunächst, wenn man Barrierefreiheit im Web hört, nur an Blinde, ist aber nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Blinde sind zwar eine der Zielgruppen dafür, aber wir haben noch viele andere Gründe. Zum einen wird unsere Bevölkerung immer älter. Es gibt Einschränkungen, die relativ weit verbreitet sind. 8% der männlichen Bevölkerung zum Beispiel leiden an einer Rot-Grün-Schwäche. Vielleicht sogar jemand hier im Saal. Und man hat natürlich auch sehr häufig vorübergehende Beeinträchtigungen durch Krankheiten oder Verletzungen, wo ich aber gleich noch an Beispielen zu komme. Ja. So, kurz zu den Standards für barrierefreie Webseiten, weil ich daraus gleich die Beispiele nehmen werde. Der wichtigste Standard in dem Bereich sind die Web Content Accessibility Guidelines, die es seit letztem Jahr in der Version 2.1 gibt. Die hangeln sich an 4 Prinzipien, nämlich wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust entlang und definieren auf der Basis 13 Richtlinien und insgesamt 78 Erfolgskriterien, die man umsetzen muss oder soll, um eine barrierefreie Webseite zu bekommen, wobei die nochmal eingeteilt sind in 3 verschiedene Konformitätsstufen. Wenn man die erste oder die ersten beiden, die für öffentliche Seiten ab September auch verbindlich sind in der EU, laut neuer EU-Richtlinie, umsetzt, hat man schon eine sehr gut barrierefreie Webseite. Zusätzlich dazu gibt das W3C auch noch 2 weiterführende Dokumente heraus. Einmal Understanding WCAG. Da wird nochmal genauer beschrieben, was der Hintergrund der Erfolgskriterien aus den Web Content Accessibility Guidelines ist. Warum die so definiert wurden, wie sie definiert wurden, welche Vorteile das bringt, die umzusetzen und so weiter. Und die Techniques vor WCAG sind vor allem für die Entwickler von Webseiten interessant. Da steht nämlich drin, wie man die ganzen Regeln umsetzen kann, technisch, und wie man es auch überprüfen kann. Wobei für die Überprüfung gibt es mittlerweile einen neuen Standard, der gerade in Entwicklung ist, das ACT-Rules-Format, wo ein neuer Standard definiert wird, wie man diese Regeln genau hebt und auch so aufschreibt, dass sich Entwickler von Tools zum Prüfen der Barrierefreiheit von Webseiten daran orientieren können. So, und dann kommen wir auch gleich zum ersten Beispiel. Das ist jetzt eines der Erfolgskriterien aus den Web Content Accessibility Guidelines. Es gibt leider noch keine aktuelle deutsche Übersetzung von der aktuellen Version, daher jetzt auf Englisch in diesem Fall. Was das einfach sagt, mit Ausnahme von Captions, also Bildunterschriften und
Bildern von Text soll der Text von einer Webseite auf 200% vergrößerbar sein, ohne dass man irgendwelche Zusatztechnologien braucht und ohne dass man Inhalte oder Funktionalität auf der Webseite verliert. Ist natürlich für Sehbehinderte interessant, die noch sehen können, ist aber auch, ich weiß jetzt nicht, ob es in diesem Raum auch zutrifft, aber typisches Beispiel, wenn man in einem Klassenraum wäre und irgendwas am Beamer zeigen möchte, wenn ich jetzt meine Maus finde, kann man den Wikipedia-Artikel noch hinten lesen? Wird schwierig, würde ich meinen. Daher von Vorteil, wenn das vernünftig funktioniert für alle. Ist jetzt ein sehr, das erste Beispiel. Ich denke, gut, zurück. Anderes Beispiel. Moment, sorry. So. Benutzung von Farben sollte man nicht unbedingt als alleinige Methode nehmen, um Informationen zu transportieren. Wie ich schon erwähnt hatte, 8% der männlichen Bevölkerung sehen kein Rot oder Grün, was schon mal eine relativ hohe Zahl ist. Aber es gibt auch Geräte, die keine Farben darstellen können, die aber einen Webbrowser haben. Die ganzen E-Book-Reader. Man kann natürlich sagen, wer benutzt so einen E-Book-Reader, um im Web zu surfen? Aber erfahrungsgemäß, wenn die Möglichkeit besteht, wird es genutzt. Daher vielleicht darauf achten, dass man nicht nur irgendwelche Farbunterschiede nimmt, um Informationen zu transportieren. Nächstes Beispiel. Kontrast ist auch definiert in den Web Content Accessibility Guidelines, wie hoch der minimal sein soll. Mit in diesem Fall Ausnahme für größeren Text, weil der dann besser wahrnehmbar ist, oder einige andere Ausnahmen, wo das dann sehr hilfreich sein kann. Zum Beispiel auf dem Bild hier kann man jetzt gar nichts erkennen. Das ist jetzt in relativ hellem Sonnenlicht auf dem Smartphone aufgenommen. Da könnte man, wenn die Kontraste von der Seite besser wären, auf dem Beamer sieht man das nämlich gar nicht mehr, noch was lesen. Die Seite, die da jetzt dargestellt wird, ist auch absichtlich mit schlechten Kontrasten gemacht, zum Zeigen. Aber ich habe schon sehr viele Webseiten gesehen, wo irgendwie sehr helles Grau auf Weiß benutzt wird für die Schrift. Und das ist selbst manchmal auf etwas schlechteren Displays nicht wirklich gut zu lesen. Daher als Orientierungshilfe kann man sich möglicherweise einfach mal bei den Web Content Accessibility Guidelines bedienen und überlegen und gucken, wie die Farben, die man sich jetzt ausgesucht hat für eine Webseite, da abschneiden. Anderes Beispiel, ich habe jetzt zwei zusammengefasst für Formulare. Zum einen, dass man Fehler vernünftig erkennen kann und zum anderen, dass es klare Instruktionen gibt, was bei den Formularen passieren soll. Ich denke mal, jeder ist schon auf irgendwelchen Webseiten auf Formulare gestoßen, wo er auf Anhieb nicht wusste, was da von einem verlangt wird. Ich habe auch mal ein Beispiel gebaut. Richtig. Zum Beispiel dieses Formular, ich mache es auch mal ein bisschen größer, das müsste gehen. Das hat mehrere Probleme, absichtlich. Zum einen, es hat keine Labels für die ganzen Eingabeelemente. So ein Platzhalter reicht nicht aus. Da muss ein Label sein. Man kann es, wenn man es unbedingt möchte, das Label verstecken, sodass nur die Screenreader, also die Vorleseprogramme, das sehen. Aber sieht jemand die beiden Checkboxen, die man hier anklicken soll?
bei dieser Gestalt. Aber solche Gestaltungen habe ich selber auch schon mal auf Webseiten gesehen. Hm? Man sieht es kaum, aber man sieht den Punkt, aber man sieht nicht den Chat. Genau. Und ich habe, also es ist jetzt halt ein Beispiel. Und das wäre hier jetzt das gleiche Formular, etwas zu groß geraten. Das gleiche Formular, gleiche Texte, nur etwas andere Gestaltung. Und man sieht zumindest, dass man hier was tun soll. Ja, das auch. Moment. So. Richtig, das kommt auch noch dazu. Ja, so. Genau, das war das. Dann Bedienung per Tastatur einer Webseite. Das ist ein schön, der eine Grund dafür, warum es dieses Erfolgskriterium gibt, was auch in der ersten Stufe für die Konformität drin ist, ist, dass viele von den unterstützenden Technologien für Behinderte sich dem Betriebssystem gegenüber als Tastatur ausgeben. Egal, was es jetzt genau ist. Also auch eine Steuerung über die Augen, die es tatsächlich gibt für Rechner, wo man dann per Blickkontakt Tastatureingaben machen kann, gibt sich dann dem Betriebssystem gegenüber als Tastatur zu erkennen. Aber hat jemand schon mal versucht oder musste es versuchen, die Maus mit seiner nicht bevorzugten Hand zu bedienen, weil das passiert ist? Ich denke, da weiß jeder, wie schwer das sein kann. Und da ist man dann sicher froh, wenn man auch mit der Tastatur vernünftig arbeiten kann. Weil die kriege ich normalerweise mit beiden Händen gleich gut bedient. Im Zweifelsfall. Oder anderes Beispiel wäre, so, nochmal zurück. Ich habe eine Maus und die Batterien sind leer. Habe keine Batterien da, muss aber dringend was am Rechner machen. Tastatur funktioniert im Regelfall. Ja, ich habe da schon mal ersatzweise das Touchpad benutzt. Ja, aber das ist auf manchen Notebooks auch schwierig. Oder wenn man einen Desktop hat mit Maus und keine kabelgebundene Maus. Touchpad ist schon mehrfach so schwer wie Maus. Ja. Dann nicht Textinhalte. Mit Ausnahme von Eingabefeldern und Videos natürlich und Captchas, wobei dazu gibt es dann noch weitere Diskussionen, ob Captchas überhaupt barrierefrei sein können. Kann auch sinnvoll sein für alle, wenn man zum Beispiel, hat man vielleicht auch schon mal erlebt, wenn man irgendeine schlechte Verbindung hat, dann passiert das. Man weiß überhaupt nicht, was auf der Webseite überhaupt zu sehen ist. Wenn man zum Beispiel mit dem Smartphone unterwegs ist. Ja. Ich würde einfach mal sagen. Moment. Ja, ich würde mal sagen, Schriften können zwar für Farbblinde barrierefrei sein, aber auf keinen Fall für totalblinde Menschen. Ja, das ist richtig. Aber jetzt zum Beispiel dieses Beispiel kann auch, zumindest wenn man das machen würde, ein paar Alttexte eingeben, zumindest weiß man dann, was da eigentlich zu sehen sein sollte, anstatt dass man nur die blöden Boxen sieht. Gut. Anderes. Vortrag zwei Bilder zu sehen, die das ja sehr gut illustrierten.
Ja, Moment. Moment. Also hier steht all non-text context that is represented to the user. Also ja. Textalternative. Davon richtig. Habe ich in den beiden Bildern, die ich jetzt im Vortrag gesehen habe, nichts gesehen. Welche meinst du? Das mit der Hand im Verbund und das mit dem Schwarz, wo man nichts erkennen konnte. Richtig, da waren auch in diesem Fall jetzt keine Alternativtexte hinterlegt. Ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich eine Situation mit dem Bild schildern kann. Da, ja, aber das geht. Da reicht meistens auch schon ein relativ kurzer Satz. Gut. So. Wen es wirklich interessiert, ich möchte das Video jetzt doch nicht zeigen in diesem Fall. Es gibt beim W3C auch mehrere Videos, wo solche Sachen nochmal erklärt wird. Wenn man nach Web Accessibility Perspectives sucht, findet man das sehr gut. Da sind noch sehr viel mehr Beispiele bei, für wen barrierefreie Webseiten interessant sein können. Zum Beispiel, wenn man ein Video guckt, man hat keine Kopfhörer gucken möchte, man hat keine Kopfhörer dabei und soll aber eigentlich leise sein, dann können Untertitel schon mal ganz hilfreich sein. Oder in einer sehr lauten Umgebung, wo auch keine Kopfhörer helfen, um was zu verstehen, kann es auch hilfreich sein. Fazit des Ganzen, dass von barrierefreien Webseiten alle profitieren. Und wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Gibt noch ein paar andere Erfolgskriterien, die man als Beispiel machen kann. Moment. Das ist zum Beispiel, ist zwar in der höchsten Konformitätsstufe drin, das ist jetzt gerade bei der Version 2.1 dazugekommen als Erfolgskriterium. Worum es da geht, ist, dass die Ziele für die Eingabe mit Mauszeiger oder auch dann per Touch-Display eine gewisse Mindestgröße haben sollen. Ich denke, es hat auch schon jeder erlebt, dass das bei einigen Webseiten und Anwendungen manchmal relativ schwierig ist, die richtige Stelle zu treffen, um irgendeinen Link aufzurufen. Richtig, aber die Frage oder die Anmerkung war, dass bei Links die Größe durch die Textgröße meistens vorgegeben ist. Ja, ist richtig. Das ist hier ja auch als Ausnahme tatsächlich definiert, wenn es in einem Satz ist. Wenn es ein alleinstehender Link ist, wie zum Beispiel in der Navigation, dann gilt die Regel. Ja, ich komme mal eben wieder mit dem Mikrofon. Ab wann gilt denn eine Website als barrierefrei? Also es gibt ja diese drei Konformitätsstufen in den Web Content Accessibility Guidelines. Hints. Und wenn man die Stufe A, also alle, die in Stufe A drin sind, die Erfolgskriterien erfüllt, hat man schon 60% der Anwendungsfälle eigentlich zumindest im Ansatz erschlagen. Dann ist das für die meisten schon benutzbar, und wenn man dann noch weitergehen möchte, muss man die anderen beiden Konformitätsstufen auch angucken. Wobei ein Tipp wäre, zum einen sich die Seite selber mal mit einem Screenreader angucken, also mal einen installieren. Die stellen tatsächlich das, was sie vorlesen würden, auch als Text mittlerweile dar, als Hilfe für Entwickler. Und zum anderen, wenn man wirklich auch Behinderte in der potenziellen Zielgruppe hat,
auch mal jemanden, der wirklich behindert ist, an die Seite ransetzen, um zu gucken, ob der damit klarkommt. Ja, weil mir ist gerade Mir ist nämlich so gerade eingefallen, dass schon von jemandem irgendwelche Sinne funktionieren müssen, damit man die Website für den überhaupt benutzbar machen kann. Und für den Fall, dass jemand gar nicht sehen kann, stelle ich es mir auch schon als kaum noch möglich vor. Doch, das ist möglich. Also es gibt ja die Screenreader-Programme, die den ganzen Bildschirminhalt in Sprache verwandeln, die auch relativ gut sind, sofern sie alle Informationen verfügbar haben. Und ich habe es tatsächlich schon miterlebt, die Blinden, die sowas benutzen, haben die Sprachausgabe dann auch auf relativ hohe Geschwindigkeiten eingestellt, sodass man da als Sehender gar nicht mehr mitkommt. Und zum anderen sind die, was auch sehr interessant ist, wer es mal ausprobieren möchte, wer ein iPhone oder ein Android-Gerät hat, hat tatsächlich einen Screenreader schon auf dem Gerät drauf, weil die da im Betriebssystem fest integriert sind. Kann man in den Einstellungen einfach aktivieren und es einfach mal ausprobieren, wie man damit sein Gerät bedient. Ja, genau, es war gerade die Anmerkung, dass es für Blinde, die noch hören können, das anpassen oder es barrierefrei machen, einfacher ist, als wenn mehrere Sinne ausgefallen sind. Das ist tatsächlich aber auch einer der schweren Fälle, die tatsächlich nicht so häufig vorkommen und die dann auch, je mehr Sinne ausgefallen sind, natürlich desto schwieriger wird das Ganze. Ja, wobei das ist tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr selten. Also das Sehen, Hören und Fühlen nicht mehr funktionieren. Gut. Wenn es sonst keine Anmerkungen... Aber was ja durchaus passieren kann, ist, dass Moment. Ja sehr viele Moment. Es gibt sehr viele Blinde. Ist an. Es gibt sehr viele Blinde, die kein Braille können. Ja, deshalb. Und deshalb ist da die Sprachausgabe genau wichtig. Und wenn ich dann später ertaube, wird das ja auch zum Problem. Genau, das wird dann auch zu einem Problem. Wobei man dazu auch noch sagen muss, die wenigsten Blinden sind wirklich komplett blind. Also es gibt sehr viele, die vom Gesetz her als blind gelten, aber tatsächlich noch so viel Restsehfähigkeit haben, dass sie auch noch mit Screen-Magnifiern arbeiten können. Oder eine Morselampe oder sowas sehen könnten. Ja, sowas zum Beispiel dann. Aber wie gesagt, das sind dann auch schon sehr schwere Fälle, die da muss man tatsächlich dann alle Erfolgskriterien abdecken, um die reinzukriegen, und das ist tatsächlich bei den Web Content Accessibility Guidelines auch noch eine Lücke, die in der Version 3.0, die irgendwann in ein, zwei Jahren erscheinen soll, abgedeckt werden soll. Was nämlich zum Beispiel auch im Moment noch nicht abgedeckt ist, sind kognitive Einschränkungen, also die man entweder von Geburt an hat oder auch erwerben kann durch irgendwelche Gehirnverletzungen, wo dann die Aufmerksamkeitsfähigkeit eingeschränkt wird. Die sind noch nicht wirklich berücksichtigt momentan. Machen wir da weiter und dann da. Ich hätte tatsächlich zwei Fragen. Einmal eine Klarstellung. Sie hatten vorhin gesagt, dass alle öffentlichen Webseiten das wohl nächstes Jahr haben müssen, diese Guidelines. Richtig. Wie ist da öffentliche Webseite zu definieren? Das ist eine gute Frage. Da habe ich tatsächlich noch nicht intensiv genug in die EU-Richtlinie reingeguckt, die ab September gilt. Es ist aber da wahrscheinlich,
also alle Einrichtungen der EU werden davon betroffen sein und alle Einrichtungen des Bundes oder von Ländern hier in Deutschland werden davon auch betroffen sein. Also auch zum Beispiel das Finanzamt müsste dann wahrscheinlich nicht barrierefreie Seiten anbieten, inklusive ihrem Elster-Verfahren. Ob sie es tun werden, ist natürlich immer noch eine andere Frage. Allerdings ist es wohl so, wie ich gelernt habe, jetzt in den Diskussionen, die ich jetzt schon hier hatte, gestern, dass das Ganze jetzt das erste Mal auch wirklich einklagbar wird durch die EU-Richtlinie. Ob das auch schon bei allen Behörden angekommen ist, ist natürlich noch wieder eine andere Frage. Gut, und die zweite Sache, da ich tatsächlich selber so zu der Zielgruppe der etwas schlechter Sehenden gehöre, muss man sozusagen, habe ich jetzt zum Beispiel auch festgestellt, so große 32-Zoll-Monitore sind was Tolles. Hat natürlich auch zur Folge, dass man dann so schöne Auflösungen von 3.000, 4.000 Pixeln hat. Ja. Und wenn man dann den normalen Windows-Monitor hat, dann ist der natürlich unglaublich klein, also selbst für jemanden, der normal sehen kann, kaum noch zu erkennen. Und das heißt also, wenn sich das tatsächlich dahin entwickelt, dass wir dann alle mit Full HD, 4K, 8K arbeiten, dann werden wir ja generell das Problem bekommen, dass wir mit Vergrößerung arbeiten müssen. Richtig. Und insofern wird sich das ja generell dahin entwickeln, denke ich zumindest, dass wir barrierefrei einfach anbieten müssen bei den Webseiten. Ja, richtig. Gut, wir machen hier und dann da oben. Kann jemand, der rechtlich als blind gilt, auch noch jemand sein, der große, dicke, schwarze Schrift auf einem weißen, leuchtenden Hintergrund lesen kann? Ganz klares Ja. vielleicht noch eine Anmerkung zu der Sehbehinderung. Es gibt tatsächlich auch Formen von Sehbehinderung, wo das Sichtfeld dann eingeschränkt ist, wo die Leute dann nur einen sehr kleinen Ausschnitt sehen können. Das sind dann tatsächlich aber auch Leute, die teilweise die Schrift dann verkleinern, um noch Kontext zu haben. Wir machen erstmal eben so. Sie haben vorhin angesprochen, um zu testen, ob Webseiten barrierefrei sind, dass man Screenreader nutzen sollten. Ja. Kennen Sie irgendwelche Screenreader-Programme für Windows oder Linux? Für Windows gibt es zwei. Einmal NVDA, steht für Non-Visual Desktop Access. Der ist tatsächlich auch freie Software und kostenlos. Und der andere, der sehr weit verbreitet ist, ist JAWS. Der ist nicht kostenlos, es gibt aber eine kostenlose Demo-Version, die man zum Testen nutzen kann. Und unter Linux gibt es Orca, kommt aus dem GNOME-Projekt, funktioniert mit GNOME auch am besten. Ich habe ihn jetzt letztens gerade mal wieder unter X-Face und KDE ausprobiert. Da funktioniert er leidlich gut mittlerweile. Und andere Möglichkeit, das zu testen oder mal zu gucken, was die Browser überhaupt an die assistiven Technologien, sprich die zum Screenreader übergeben ist, dass Firefox zum Beispiel seit einigen Versionen in den Entwicklertools einen Reiter Barrierefreiheit hat, wo man sich den Baum an Informationen angucken kann, der an diese unterstützenden Technologien geschickt wird. Ja, gibt es noch eine Möglichkeit, das Ganze per Software irgendwie durchzuführen? Ja, es gibt Browser-Plugins, unter anderem der Lighthouse-Test von Google enthält auch Barrierefreiheitstests. Allerdings ist das da das Problem bei diesen automatisierten Tests, dass die nicht alles abdecken, weil einige Sachen kann man nicht automatisiert testen momentan. Dazu habe ich auch gestern, weil genau das ist etwas, wo ich mich in meiner Dissertation mit beschäftige, einen Vortrag zu gehalten.
Der ist auch mittlerweile als Video verfügbar. Ah, gut. Da war noch eine Frage und da. Ja. Ich habe weniger eine Frage als mehr eine Anmerkung. Ja, gerne. Aus meiner Erfahrung, es lohnt sich schon, nur einen kurzen Testlauf mit dem Screenreader zu machen. Ich finde jetzt aus meiner Erfahrung den Screenreader sehr nervig, weil er jeden Schritt wirklich vorliest. Ja. Der einem ja als normal sehender und normal sensorischer Mensch sowieso klar ist. Aber ich hatte zum Beispiel die Erfahrung, dass wir auf einer Webseite oben einen Slider drin hatten, der alle 3 Sekunden das Bild wechselte und der Screenreader blieb hängen. Der ging nicht aus diesem Slider raus, weil er es jedes Mal als neuen Content betrachtet hat. Das andere, was man sehr schnell merkt, ist, dass wenn die HTML-Attribute nicht gut gesetzt sind, der Content sich verschiebt. Da liest dann zuerst alle Überschriften vor und dann die Unterschriften und dann geht er erst irgendwann. Also es ist sehr schwer, dann noch den Kontext zu bewahren und das wirklich. Wobei das tatsächlich durch die Web Content Accessibility Guidelines abgedeckt ist mit der Reihenfolge und diese ACT-Rules, die derzeit in Entwicklung sind, werden das auch noch mal stärker formalisieren, sodass man es auch einfacher in Tools umsetzen kann. Wie gesagt, ich habe gestern über meine Dissertation einen Vortrag gemacht im Science-Track, wo ich da genau drauf eingegangen bin. Und wer interessiert ist, ich werde in Kürze einen Demonstrator von meiner Dissertation veröffentlichen, wo gerade solche Sachen auch berücksichtigt sind, mit denen man dann auch Webseiten auf Barrierefreiheit prüfen kann und wo man durch manuelle Tests, durch einfache Fragen durchgeführt wird, sodass man sich auch nicht allzu intensiv mit diesen ganzen Regeln befassen muss, sondern wirklich direkt gefragt wird, zum Beispiel, ob die Überschrift, die gerade hervorgehoben wird, den Inhalt, zu dem sie gehört, vernünftig beschreibt. Weil die Regeln sind schon sehr technisch geschrieben und selbst für Entwickler manchmal sehr schwer verständlich, muss man einfach sagen. Ist okay, wenn wir da oben erstmal eben weitermachen? Okay. Ich habe eine Frage, also jetzt für Screenreader. Früher habe ich dann in HTML zum Beispiel das Inhaltsverzeichnis hinter den Text gelegt und dann erst über CSS wieder nach vorne verschoben, damit erst der Inhalt vorgelesen wird. In HTML5 gibt es ja jetzt spezielle Auszeichnungen für dieses Inhaltsverzeichnis, dieses Inhalt. Werden die inzwischen von den Readern werden tatsächlich interpretiert. Es gibt ja auch noch den ARIA-Standard, also die Accessible Rich Internet Applications, mit denen man eine Webseite oder eine Webanwendung vor allem die JavaScript-lastigen Anwendungen, noch mit Zusatzinformationen versehen kann. Wenn man das auch noch macht, dann kommen die Screenreader meines Wissens nach sehr gut auch mit JavaScript-lastigen Sachen klar. Und die benutzen tatsächlich mittlerweile schon diese HTML5-Elemente, die tatsächlich dann auch implizite Rollen haben, die man zwar durch die ARIA-Attribute nochmal wieder überschreiben kann, aber wenn man die nativen HTML5-Elemente nutzt, haben die alle explizite Rollen, deren Mapping tatsächlich auch definiert ist. Und die modernen Browser setzen das auch um. Das heißt, ich brauche mich um die Reihenfolge der Inhalte nicht mehr so wirklich zu kümmern. Es ersetzt nicht unbedingt den Test am Ende, einmal zu gucken, ob die Reihenfolge da ist. Dafür reicht aber tatsächlich schon dann die Funktion, von der ich eben gesprochen habe, die jetzt seit einigen Versionen zum Beispiel bei Firefox in den Entwicklertools vorhanden ist, wo man sich angucken kann, wie der Browser die Webseite an den Screenreader übergeben würde. Danke sehr. Vielleicht einmal. Ja, danke. Ja.
können Menschen, die dicke schwarze Schrift auf so mittlerem Grün oder Gelb oder Rot lesen können, auch als blind gelten? Gesetzlich werden sie, also die Definitionen da sind in Deutschland relativ kompliziert zum Teil. Das ist dann zum Teil immer eine Einzelfallentscheidung tatsächlich. Und da bin ich auch nicht hundertprozentig drin, ob die jetzt als blind dann gelten. Sie werden am Rechner tatsächlich möglicherweise dann die Farben anders einstellen, was man ja auch machen kann, tatsächlich in den Browser-Einstellungen. Und dann auch gegebenenfalls tatsächlich doch noch lesen. Zum Teil haben die dann allerdings auch einen Screenreader aktiv oder installiert und springen dann gegebenenfalls auch zwischen den Varianten. Ja, ich schätze, sonst gibt es ja wahrscheinlich auch Sehbehinderte, die nur eine größere Mindesthelligkeit brauchen als normal. Richtig, wichtige. Ja, das gibt es alles. Das gibt da zwischen komplett blind und normal sehend sind unendlich viele Möglichkeiten und Abstufungen. Das ist dann, wie man die dazu bringen oder in die Lage versetzt, IT-Technologie zu nutzen, ist dann teilweise auch immer sehr stark vom Einzelfall abhängig. Ja, so viel ich gesehen habe, gibt es ja auch zum Beispiel mehrere Stufen der Rot-Grün-Schwäche. Richtig. Also die Regeln für die ganze Barrierefreiheit können natürlich nicht jeden Fall abdecken. Das ist immer so ein Querschnitt, der versucht, möglichst viel abzudecken. Ja, ich glaube, das kann dann so gemacht werden, dass die meisten Behinderten auch das. Genau. Ja. Noch weitere Anmerkungen, Fragen? Ja, wunderbar, dann bedanke ich mich. Und noch ein Hinweis, in eigener Sache. Wer an CMS-Web-Themen interessiert ist, der CMS-Garden veranstaltet vom 15. bis 17. November seine jährliche Unconference in Essen. Informationen dazu sind auf der Webseite vom CMS-Garden zu finden.